Tara, guten Abend. Heute mit einer Sondersendung. Hallo Boris. Hallo Thomas. Joachim, guten Abend. Servus. Michael Hi. und Stefan. Ja, hallo. Und finally die Fotoprominenz aus dem Ruhrgebiet, Tom. Hallo. Und es war doch ein Tor, aber egal. Eigentor, was? Wie? Reden. So, ihr Lieben, wir haben heute eine Sondersendung. Ich komme gleich zu dem Thema, was wir heute haben, denn wir werden heute die Gewinner des zweiten Foto-Speed-Marathons der Dortmunder Fotografen, die werden wir besprechen, diese Bilder, nachdem wir mehrere Meetings hatten und uns gestritten haben darüber, welche Bilder wir nun nehmen, sind wir finally irgendwie zu einem Ergebnis gekommen. Und das werden wir gleich zeigen. Aber kein guter Podcast fängt ohne einen gehörigen Rant an. Ich würde allerdings eigentlich auch bitten, wenn da jemand eine Idee hat, sich dazu zu melden. Ich habe ja immer schon vorgehabt, diesen Podcast hier auch als MP3 mit Kapitelbildern rauszubringen, dass man den sich auch auf dem iPod oder auf dem iPhone anhören kann und dann entsprechend das als MP3 nur hat, aber das Bild wird als Kapitelmarke angezeigt. So. Dieses Feature hat Apple rausoptimiert, um das mal vorsichtig zu sagen. Das ging ganz schön in GarageBand früher und da war das irgendwie easy peasy. Dieses Feature gibt es im neuesten GarageBand nicht mehr. Deswegen kann ich das leider so nicht anbieten. Das tut mir wahnsinnig leid. Was weiterhin geht und was ich auch weiterhin immer weiter anbieten werde, ist ein MP3, ganz einfach, mit den entsprechenden Kapitelmarken, wo dann die Links zu den Bildern hin sind. Mehr geht nicht. Das tut mir leid. Apple, ihr seid doof. Wenn jemand eine Idee hat, wie ich das doch machen kann, dann nur her damit. Das würde mich freuen, weil ich glaube, das ist recht sinnvoll. Ich kenne zumindest so die ein, zwei, die das gerne wollten. Und naja, wir haben das bisher irgendwie, oder ich habe es nicht hingekriegt, sagen wir es mal so. Gut. Dann haben wir noch aus der letzten Folge ein kleines Erratum. Stefan hatte letztes Mal irgendwie angedeutet, man könnte den netten jungen Mann, den der Marc Diekmann fotografiert hat, ja, unmöglich als älter als 16 schätzen. Was ist denn dabei rausgekommen, Stefan? Der Marc, der hatte sich, glaube ich, kurz gemeldet und auf die lateinamerikanische Abstammung des jungen Mannes von 26 Lenzen hingewiesen. Ja, weißt du, wenn dir das in diesem Sinne so passiert, ist das eigentlich vielleicht noch besser, als wenn dir das andersrum bei Frauen passiert. Dann gibt es gleich eine Schelle. Aber ich hätte ihn Das auch sind nur so geschätzt. 10% Abweichung, die ich da geschätzt habe. Nee, aber ganz ehrlich, ich hätte jetzt gedacht, dass das so türkischstämmischer 15-, 16-Jähriger, hätte ich jetzt auch Was geschätzt. ist denn bei dir 10%? Wollen wir auch noch ein Mathe-Erratum haben für nächstes Mal, oder 100 was? Jahre Lebenserfahrung. Also das fängt jetzt hier ganz komisch an, liebe Leute. Nee, nix da. So, nee, lass uns zum Thema kommen. 26 minus 16 ist 10, geteilt durch 100 ist 10%. So habe ich das gelernt. Wunderbar. Okay, bitte. Schreibt Hast du? alle eure E-Mails an. E-Mail-Adresse schreibe ich in die Shownotes. Das ist sowas von Hanebüchen. Kein Wunder, dass wir hier bei PISA, ne, weil das unsere Kinder auch nur so können, dann wird es ganz schlimm. Gut, ich muss Es mich geht erstmal nur erholen. darum, etwas souverän rüberzubringen. Bitte Ja, nicht das hat er ja gemacht, hinterfragen. aber Ja, eben, fand ich super. Ich hätte es ihm nicht jetzt mit mir. abgekauft. Nee, nee, nicht mit mir. Das läuft nicht. Ach, du bist viel zu kritisch. Kann sein, gerne. Die Dortmunder Fotografen, die haben ja, ich glaube jetzt mittlerweile so ein alljährliches Thema sich vorgenommen, was wir hier auch schon mal besprochen haben und wir fanden das ja auch sehr super. Die treffen sich und machen einen Fotospeed-Marathon. Und ich werde jetzt hier mal die Technik glühen lassen und das entsprechend hier mal zeigen. Und zwar treffen die sich mit mehreren Menschen und fotografieren gemeinsam. Und das ist ja schon mal sowieso erstmal eine super Geschichte. Aber die machen da eben halt auch gleich noch einen Wettbewerb drauf. Und
zeige das mal hier, da ist deren Webseite, kann man hier sehen, da wird das auch entsprechend beschrieben, also das heißt, wenn jemand da irgendwelche Informationen zu haben will oder irgendwelche Diskussionen auch starten möchte mit den Dortmunder Fotografen, dann geht er hin, die Seite war schon mehrfach in den Shownotes, packe ich heute auch wieder rein. Und das ist eben halt so eine Geschichte und ich habe das mal so ein bisschen aufgeschrieben, worum es da eigentlich genauer geht. Muss ich wieder hier zurückfinden, das ist immer gar nicht so ganz trivial. Zack, Achtung, ich habe ein paar mehr Fenster offen, sehe ich gerade. Plöpp. So, und der Fotospeed-Marathon, der läuft eigentlich wie folgt. Da haben sich 12 Teilnehmer getroffen. Das ist allerdings nicht so, dass das unbedingt begrenzt wäre, so wie ich das verstanden habe. Das können also auch gerne noch mehr Teilnehmer sein. Hier, Roger, ne, schön mal hier im Chat, kannst du mich korrigieren, falls ich da Blödsinn rede. Also diesmal waren es 12 Teilnehmer, beziehungsweise 13, so ein Mitläufer hätte ich jetzt beinahe gesagt, ohne das Böse zu meinen. Es gibt 6 Themen, beziehungsweise Aufgaben. Die haben sich 3 Stunden Zeit genommen und am Ende darf jeder nur 6 Bilder einreichen. Das heißt also, im Endeffekt ist es eben halt so, dass diese Bilder dann oder sich nur 6 Bilder auf der Speicherkarte befinden dürfen. Die müssen in der richtigen Reihenfolge sein. Das machen die da irgendwie ganz tricky, indem sie sich einfach den Zeitstempel anschauen. Mit genug krimineller Energie kriegt man das natürlich verbogen. Aber das ist natürlich wie immer, geht es hier um den Spaß und nicht um irgendwelche unbedingt gewinnen wollen, sondern es soll Spaß machen. Das heißt, man gibt am Ende eine Karte ab mit 6 Bildern in der richtigen Reihenfolge der Aufgaben und man darf auch nichts bearbeiten. Das heißt, nur JPEGs sind erlaubt. Ne? Alles klar soweit? Aber es dürfen mehr fotografiert werden. Man muss dann nur die 6 auswählen. Du kannst 48 Zillionen Aufgaben machen, okay. Solange du es hinbekommst, dass du am Ende eine Speicherkarte mit 6 Bildern in der richtigen Reihenfolge hast. Okay, das ist Aufgabe, ja. Das ist die Aufgabe. So, warte mal, ich klicke mal hier weiter. Die Aufgaben waren Format und in diesem Bild muss dann die eigene Startnummer enthalten sein. Die zweite Aufgabe war einsam, wild, Linien zu spät und die 6. Aufgabe Härtetest. Das heißt also 3 Stunden für 6 Aufgaben. Stefan, wie viel Zeit ist dann? Und mit Rechenweg bitte. Zweimal 15 Minuten pro Aufgabe. Ah so. Ist das jetzt in Prozent oder in Kilogramm? Ja, nach den letzten Erfahrungen ist mir der Rechenweg auch einigermaßen wichtig. Ja, okay. Ich hätte jetzt gesagt, man braucht ja auch noch ein bisschen Zeit, um zu löschen. Deshalb ist so viel Zeit eigentlich gar nicht. Man muss noch ein wenig abziehen von der Nettozeit. Verstehe. Ja, gut, siehst du das. Also gut, unterm Strich sagen wir mal, ohne jetzt zu sehr genau sein zu wollen, das ist gar nicht mal so ganz untricky. Das heißt, man hat da nicht viel Zeit, um pro Aufgabe da irgendwie ein Bild zustande zu bringen. Mit der Auswahl der Gewinner hatten wir jetzt nichts zu tun, sondern das haben die intern gemacht und haben sich da verabredet, wie sie den Gewinner ermitteln sollen. Und wir haben uns bereit erklärt, uns die Gewinnerbilder anzuschauen und die hier in die Sendung zu nehmen und dort entsprechend zu besprechen. Die Gewinner waren, toll, ich und PowerPoint. Ja, warum eigentlich PowerPoint? Weiß ich auch nicht. Platz 1, Timo Exterbrink. Hier Teilnehmer 3, das ist für uns jetzt ein bisschen wichtig, damit wir die richtigen Bilder gleich sehen. Platz 2, Diana Salzmann. Und Platz 3, das sind eben halt der 12. und 13. Teilnehmer sozusagen, Markus und Tom Oberhoff. Was wir jetzt gesagt haben, wir besprechen ein Bild des Platz 3, also von Markus und Tom. 2 Bilder von Platz 2, der Diana, und vom Timo besprechen wir 3 Bilder. Soweit so gut. Wie gesagt, wir haben uns die Woche über verabredet, wie wir das machen wollen. Wir haben uns das ganze Portfolio angeschaut. Wir haben dann abgestimmt und gemacht und getan und haben jetzt am Ende die finale Auswahl tatsächlich getroffen. Und ich will jetzt mal versuchen, ob ich das irgendwie einigermaßen nahtlos euch gezeigt kriege. Und zwar fangen wir an mit dem ersten Bild von Markus und Tom. Und das war das Bild Nummer 3.
Und ich zeige es jetzt hier. Achtung. Bildschirm freigeben. Dann mache ich hier das mal weg, das will keiner sehen. So, und machen wir so. Zack. Das ist ein Bild zur Aufgabe 3 und die Aufgabe 3 ist wild. So, liebe Leute, Feuer. Ja, finde ich gut. Also erst einmal, das ist im Original heller, als es wahrscheinlich in Google Plus angezeigt wird. Die alte Krankheit, ne? Was wir hier übertragen und den Disclaimer, den packe ich mir auch auf die Stirn. Es ist eben halt tatsächlich so, wir haben oft hier das Problem, dass wir Bilder zeigen und die Belichtung ist dann im Original leider ein bisschen anders. Da müssen wir jetzt mit klarkommen. Also so wie ich das hier sehe, mag ich das Bild total gerne leiden. Technisch Schärfe ganz gering, also Blende ziemlich weit offen, direkt auf diese Pflanze gelegt, auf das Stück Wildnis sozusagen. Der Rest ist in Unschärfe, über die Unschärfe im Vordergrund kann man sich streiten, aber die bleibt nun mal bei so einer tiefen Position, bei so einer tiefen Perspektive nicht aus. Mich stört sie hier nicht. Und ich finde es schön, wie er dieses Blümchen da platziert hat, nämlich die Blütenblätter da, was ich sind es Blütenblätter, ja, das Gelbe da jedenfalls oben, vor dem dunklen Hintergrund. Das hätte jetzt nicht so gut funktioniert aus einem anderen Blickwinkel, wenn das dann vom Himmel gewesen wäre. Hätte ich wahrscheinlich nicht so schön gefunden. So hat man hier schönes Gegenlicht. Das heißt, der Stängel, der zeichnet sich schön ab vor dem dunklen Hintergrund, weil er das Gegenlicht so reinstrahlt. Überhaupt immer klasse, wenn man irgendwie so Unterführungen, Brücken oder Tunnel oder sowas hat. Da ist immer tolles Licht. Aus der richtigen Richtung zumindest. Mag ich. Und so vom Thema Wild her fand ich das irgendwie ganz pfiffig, weil es ja mehr oder weniger beides ein bisschen wild ist. Ne? Das eine ist halt so die wilde Natur, die sich da so ein bisschen ihren Platz wieder zurückerobert in den vom Menschen geschaffenen Strukturen. Auf der anderen Seite sind diese Strukturen ja nun auch schon ganz schön wild gewachsen. Also das ist ja hier auch kein glatter Asphalt oder sowas. Da ist ja auch irgendwie so ein Kies oder was. Dann haben wir da links die Häuser, wo es mit Sicherheit auch luftrot wild drinnen zugeht. Ich weiß jetzt nicht, wo es aufgenommen ist, aber wer schon mal 8 Stunden am Tag im Büro arbeitet, der weiß, dass es nicht immer nur ruhig da ist. Und diese Unterführung da oder Brücke, was da oben drüber ist, da könnte ich mir auch vorstellen, dass da entweder Gleise drüber sind, also Schienen oder eine Straße oder irgendetwas, wo es mit Sicherheit auch ein bisschen wilder zugeht. Also insofern fand ich das ganz schön. Auf der anderen Seite vermittelt das Ganze natürlich unglaublich viel Ruhe und Entspannung. So die Pflanze, die da am Wachsen ist und nach Licht strebt, und die Knospen da noch am Aufgehen sind. Ja, fand ich ganz angenehm so. Und das jetzt im Zusammenhang mit so einem Speed-Marathon, du hast es ja eingangs schon gesagt, Thomas, wo man echt nicht viel Zeit hat, sich Gedanken um irgendeine Aufgabe zu machen, und man muss auch genau dieses eine Bild machen, weil hinterher sollen die Bilder in der Reihenfolge auf der Karte sein. Da muss man schon ein bisschen seinen Kopf in Fotomodus bringen und solche Motive eben auch sehen und dann auch umsetzen. Und das finde ich hier ganz gelungen eigentlich. Also ich glaube, da sind alle scharf drauf zu verstehen, wie man seinen Kopf in Fotomodus bringt. Weil ich glaube, wenn du das entschlüsselst und darüber ein Buch schreibst oder mal einen Film machst, dann brauchst du zumindest nicht mehr in die wilden Büros zu gehen, in denen du normalerweise scheinst abzuhängen. Und aber du hast vollkommen recht. Ne? Das ist dieser Kontrast mal wieder. Also Gegensätze sind irgendwie immer toll. Das einzig Wilde, was hier wirklich, also in meinem Schädel ist das einzig Wilde, was hier auf diesem Bild zu sehen ist, und dass sich da Bahn bricht, und insofern diese Gegensätze sind schon super. Ja, es sieht eben halt so aus, was du auch schon sagtest, ne, dieser Kamerawinkel, das heißt, Kamera scheint auf dem Boden zu liegen. Mhm. Ja, ist doch klasse. Also, und dafür, dass es eben halt so null nachbearbeitet ist, kommt das schon gut, gar keine Frage. Ja. Ich finde, es ist auch genau hier das, was man immer prinzipiell so als Rezept für ein gutes Bild sowieso geben kann, ist, geh aus der Normalperspektive halt raus. Also das, was du tagtäglich siehst, daran hast du dich gewöhnt, das ist für dich normal, das ist für dich langweilig, will ich nicht mal gerade nennen, aber es ist nichts, was dich wirklich
umhaut. Und das sind halt so Perspektiven wie hier, geh auf den Boden. Man kennt ja diese typischen Anfänger-Blumenbilder, mal oben in die Blüte rein. Bloß nicht bücken, bloß nicht mal in eine Hocke gehen. Hauptsache, man hat die Blüte irgendwie drauf und alle sagen, spannend. Und das hier ist natürlich dann so das Beispiel, geh auf den Boden. So, das ist halt so diese Überwindung, mal eine andere Perspektive zu wählen. Das ist halt hier perfekt gelöst. Geh wirklich flach auf den Boden und alle werden sagen, wow, was für eine Perspektive. Und du hast allein schon dadurch gewonnen. Ja, ja. Also ich finde eben halt hier aber trotzdem auch nochmal besonders wichtig, was Boris eben halt auch sagte, dass sich diese Blüte eben halt vor diesem Hintergrund gut abhebt. Dass ja. sie nicht vor dem Himmel ist, sondern hier Puddel oder was auch immer, Brücke, keine Ahnung. Das ist meines Erachtens auch wichtig. Ja, David Duchemin hat das auch schon gesagt. Go deep. Ja, das ist irgendwie ganz klasse. Und Gott sei Dank hat uns die Kameraindustrie heutzutage Klappdisplays geschenkt. Das macht das Ganze ein bisschen erträglicher, je älter man wird. Ja. Was ich übrigens gerade ausprobiere, was für mich auch noch funktionieren würde, wo ich gerade mit mir am Streiten bin, ob es nicht sogar angenehmer wäre, wenn ich mir das Ganze als Hochformat vorstelle und den ganzen linken Bereich, also links ist dieses Stückchen, wo diese Brücke aufhört, da fängt der Himmel an, wo das Haus auf der anderen Seite ist, wenn ich mir diesen ganzen linken Bereich wegdenke und nur im Hintergrund diese rechteckige Öffnung, wo der Himmel so durchschimmert, wenn ich die noch im Bild lasse, so gerade eben so am linken Bildrand, so ein bisschen mit Platz noch, dann ist die nach links ansteigende Linie von der Brücke, die ist dann quasi weg. Und das nimmt diesen ganz, ganz großen weißen Lichtfleck aus dem Bild raus und das lässt bei mir jetzt gerade so optisch die Pflanze noch viel mehr leuchten vor dem Hintergrund und ich hätte noch genügend Kontext, sodass ich sage, das ist immer noch in der Stadt. Also es würde wahrscheinlich auch funktionieren, setzt natürlich voraus, dass man entsprechend mit dem Objektiv ausgestattet ist, um da entweder die Distanz einzuhalten oder entsprechend zoomen zu können. Wenn man jetzt eine Festbrennweite hat und ist eher weitwinklig in der Stadt unterwegs, dann, man darf natürlich jetzt beim Fotomarathon jetzt nicht croppen oder sowas, das scheidet dann natürlich aus, ist klar. Ja, das stimmt. Also, ja, also so in der Nachbereitung, in der Nachbearbeitung mal mit dem Crop zu spielen, das ja, ist ja immer gut. Ne? Weil da kam ich jetzt gerade drauf, weil diese Öffnung hinten, also wo diese Brücke aufhört, das wird halt wunderschön gerahmt von der Blume, von den Stängeln und von den Blättern und die Blätter zeigen auch so ein bisschen hin. Und von daher fände ich das jetzt gerade ganz spannend, wenn dieser linke helle Bereich gar nicht mehr im Bild wäre. Nun ja. Okay. Au contraire, mon ami, wie die Westgoten sagen. Also ich persönlich hätte es komplett anders angestellt, nämlich die Blumen noch rechts unten gesetzt und die Kamera so weit nach oben klappt, dass die Unterkanten genau beim scharfen Bereich vor der Waschbetonplatte anfangen. Okay. Da ist dann zwar komplett anderer Ansatz, das ist mir schon klar. Da ist dann sehr dominant die Unterseite von der Betonbrücke, Fragezeichen, und der helle Bereich vom Himmel, das ist mir schon klar. Nur irgendwie hat es dann noch mehr was von der Matrix. Nachdem da relativ wenig dominante Blautöne drin sind und relativ viel Grün. Das Erste, was mir da eingefallen ist, ist Matrix. Okay, ja, auch schöner Gedanke, das stimmt. Tom, du hattest gleich irgendwie Ja gesagt, oder habe ich das falsch gehört? Also ich hätte auch dieses untere Drittel ein bisschen reduziert, mir ist da unten etwas zu viel Unschärfe im Bild. Und ich glaube, das wäre schöner gewesen, wenn die Pflanze ein bisschen weiter unten wäre. Also einfach die Kamera leicht nach oben neigen. Ist natürlich total klasse gemacht, dass das, was organisch und chaotisch ist, scharf abgebildet ist und das, was strengen Linien und einer Ordnung folgt, ganz unscharf abgebildet ist. Also dieser doppelte Kontrast da drin gefällt mir sehr gut. Wurde gerade gefragt nach der Idee, wie komme ich überhaupt darauf, solche Fotos zu machen. Ich denke, die Idee, so einen Fotomarathon zu machen, ist aber unheimlich wichtig, um in so einen Fotomodus zu kommen. Also um das direkt an der Stelle den Zuhörern zu empfehlen, gebt euch selber solche Aufgaben. Versucht sowas selbst zu organisieren, weil da kommt man dann in den Zwang zu fotografieren. Wenn man in dem Zwang zu fotografieren drin ist, hat man keine Ausweichmöglichkeit mehr.
Und dann kommen die Ideen. Zwangsweise. Man fokussiert sich halt. Also wenn du eine Aufgabe hast, dann gehst du halt wirklich mit einem Thema los. Wenn du jetzt losgehst und sagst, ich will heute ein schönes Foto machen, schwierig. Aber wenn du sagst, ich gehe heute mal los und ich habe ein Konzept im Kopf, eine Idee, ein Wort, einen Begriff. Wer übrigens sowas sucht, bisschen Schleichwerbung, ne, geht mal auf happyshooting.de. Da gibt es links so einen, links sogar einen Link mit Thema Aufgaben. Und da gibt es eine ganz lange Aufgabenliste, da könnt ihr mal mitmachen, aber da könnt ihr euch auch einfach mal alte Begriffe raussuchen und auch nachträglich noch was einreichen. Macht Spaß. Ja, Boris, also ich denke einfach, dass dieser Aufruf, dem kann ich mich einfach nur anschließen, als Vorsatz für ab heute, ja, immer schön bei den Happy Shooting Aufgaben mitmachen. Weil das ist genau das. Es ist genau das. Ja. Es gibt eine Aufgabe, die man sich zur Not auch noch nicht mal selber gewählt hat, und man muss liefern, ja? Hat 4 Wochen Zeit. Das ist eigentlich in der Regel schaffbar. Gut, aber Rocket. Aber nur mal kurz zu der Sachen hier, von wem kommt man auf solche Ideen? Das ist ja immer so ein Thema mit der Kreativität. Also man hat ja mal Höhen und mal Tiefen, das ist ja auch so eine Sache. Aber ich habe ja auch, das sehe ich bei mir auch immer, wenn ich mal versuche, zwanghaft kreativ zu sein, geht das mit Sicherheit in die Hose. Jetzt lassen wir mal kurz den Krankenwagen hier noch vorbeifahren. Was ich dann immer oft mache, ist mich hinsetzen und mich fragen, was sind Dinge, die ich gut finde, die mich bewegen, die ich schön finde, ob es jetzt Musik ist oder ob es Bilder sind, ob es Filme sind, und dann versuche daraus eben einzelne Dinge rauszunehmen. Oder wenn ich mir Bilder angucke von anderen Leuten, mich wirklich dann zu fragen, was ist es jetzt, was mich an diesem Bild wirklich bewegt, was ist das, was mich berührt an diesem Bild, was ich gut finde, und daraus seine eigenen Dinge zu machen. Was ihr komplett vergessen könnt, was ich glaube, was nie funktioniert, ist, sich hinzusetzen und sagen, boah, ich denke mir jetzt ein geiles Bild aus. Das funktioniert nicht. Nee, das wahrscheinlich nicht, aber das Ding ist einfach, es gibt so viel Inspiration um uns herum, und auch wenn wir abends vor der Glotze sitzen und dann sehen wir vielleicht irgendetwas, was ist im Tatort oder so, oh, das ist ja ein geiles Bild. Ja, gibt es schon auch die Möglichkeit zu sagen, oh, da versuche ich mal, mir das als Inspiration zu nehmen. Ich sitze zum Beispiel teilweise, ich habe mein Handy, hat man ja heutzutage immer griffbereit, ich gucke halt viel Filme halt auch über nicht direkt Fernseher, also nicht live, sondern aus Konserve. Und dann habe ich oft, dass ich dann einfach anhalte, wenn ich ein geiles Bild zum Beispiel im Film sehe, dann mache ich ein Foto per Handy davon und sage, cool. Also ich denke mal, das Archiv und das Ideenarchiv, was wir irgendwie immer dabei haben, ja, das ist unser Handy heutzutage, ist total geil. Ja, gibt 1000 Apps, die das machen. Aber, wie Boris schon zu Recht meinte, er hat es mir eingeflüstert sozusagen, wir haben noch 5 Bilder und müssen mal weitermachen. Und wir kommen zur Diana. Diana hat einen zweiten Platz gemacht, und von Diana wollen wir 2 Bilder besprechen. Und das wäre das erste. Das Bild ist ein zum Thema 4, und das Thema 4 waren Linien. Sind da. Linien sind schon mal da. Also man kann einfach schon mal sagen, Thema nicht verfehlt, das auf gar keinen Fall. Das stimmt. Schärfe Wurst viel zu nah am Objektiv. Das ist das Einzige, was ich da zum Nögeln habe. Die scharfe Wurst, das habe ich nicht, was? Das mit Österreich. Muss in jedem Satz jetzt Wurst vorkommen, oder wie? Du musst mir Podcast hören, dann weißt du, was eine Schärfenwurst ist. Der Schärfepunkt liegt ziemlich genau auf dem Blöselchen, was da im Spalt drinnen liegt, auf der rechten Seite. Ist nicht, nur dann irritiert es, dass die entfernte Kante vom Tisch in der Unschärfe absäuft. Also ich hätte das Richtung Kante verschoben, nicht komplett, sondern so, dass gerade Ende vom Schärfebereich dann auch Ende vom Tisch ist. Sag mal, Michael, also, kommt nicht doch hoch. Ja, ich habe mich schon gemutet. Du würdest also die schärfe Wurst, neues Wort, ich blätter es nachher nach, das kann nicht sein. Das ist doch jetzt erst seit dem ESC so, dass ihr das so nennt. Du würdest das weiter... Die Schärfenwurst kann ich da dann erklären, später. Ja, bitte. Du würdest die also weiter nach hinten liegen, Richtung hintere Tischkante. Ja. Der Österreicher an sich streitet sich ja noch, ob es die Schärfenwurst oder die Wurstschärfe ist.
Das findet dann aber diese Diskussion bitte bei euch im Podcast statt. Richtig. Sehr schön. Also ich bin mir nicht sicher, ob es Absicht ist, dass der Schärfepunkt da liegt, wo dieses gelbe Fitzelchen da drin ist. Wenn es so ist, wäre es mir zu klein, um als Subjekt zu gelten. Was ich mir jetzt tatsächlich gewünscht hätte, ist, dass am Ende dieser Linien etwas Interessantes passiert. Weil da ist ein schöner Rahmen von dem Gebüsch im Hintergrund, da zeigen die Linien halt hin durch die Perspektive. Und wenn da jetzt irgendwas Spannendes gewesen wäre, also ich meine so als Fotograf, du hast ja auch immer irgendwas in den Taschen oder so, wenn man jetzt irgendwas ans Ende noch hinlegt, wo man dann die Aufmerksamkeit hinzieht, was weiß ich, und wenn man irgendwo was aufliest und wenn es so ein Kaffeebecher to go ist oder wenn es ein anderer Teilnehmer ist, den man da noch schemenhaft erkennt oder irgendwie so etwas, also dass man irgendetwas hat, wo mich die Linien hinführen, das hätte dem Ganzen irgendwie noch so einen Kick gegeben. So ist es halt erstmal ein geometrisches Bild. Ja, was ich allerdings ganz schön finde, dass diese Linien da in so einem Loch im Gebüsch irgendwie hinführen. Und da ja, ist das, irgendwie, das ist ein super Rahmen, ja. Ja, da ist irgendwas, steht da, keine Ahnung, ja. Ich sag jetzt mal irgendwie ein Sarg, keine Ahnung. Ein Sarg. Keine Ahnung, ja. Also irgendwas ja. ist da, keine Ahnung. Es ist eben halt unscharf, weiß es nicht was. Es führt irgendwo hin. Ich finde es relativ spannend. Das ist auch eingerahmt durch diese Blumen links oben. Das finde ich eigentlich ganz geil. Also das hat schon irgendwo was, dieses Bild. Und bei dem einen gebe ich dir vollkommen recht, Boris. Bei solchen Dingen in den Taschen kramen, da gebe ich dir vollkommen recht. Und irgendwas da hinstellen oder irgendeine komische Blüte von irgendwo aufsammeln, die es da bestimmt runtergefallen gibt und die da hinlegen oder sowas und mal probieren. Ja, Schlüsselpunkt oder so. Ja, von mir aus auch irgendwas, irgendein Subjekt halt. Aber ich muss, also jetzt mal, ich bin mir der 15 Minuten bewusst, die man bei so einer Aufgabe hat. Und ich bin mir auch bewusst, dass die Aufgaben spontan kommen und man natürlich nicht viel Zeit hat. Aber ich finde, dass diese Aufgabe ist, mit der Lösung ist mir zu offensichtlich. Das ist mir zu profan. Also wenn ich mir das andere Bild zum Beispiel davor nehme, mit dieser Blume, ich meine, klar, das ist natürlich dann immer, ne, wie ich schon sagte, mit der Zeit und allem drum und dran, kommt das hier irgendwie nicht dran. Tut mir echt leid, aber es ist halt relativ mau belichtet, also ich finde es halt insgesamt zu dunkel, es ist keine klare Abgrenzung zwischen vorne bis hinten, nur ein kurzer Schärfepunkt, aber dafür ist es dann hinten auch wieder zu klar, also dann doch wäre eine Blinde gewählt, die hinten viel Klarheit lässt. Also ich weiß nicht, also da hätte ich mir doch ein bisschen mehr gewagt, als nur alles in den Fluchtpunkt zu laufen lassen und dann nicht mehr konsequent in den Fluchtpunkt, sondern die rechtere Linie von den mittleren beiden Linien ist mehr zum Fluchtpunkt gerichtet als die andere. Entschuldige, Tom, ja, hau rein. Das Ding ist ja nicht symmetrisch fotografiert und dann frage ich mich, wenn das so nah dran ist an der Symmetrie, warum nicht? Und ich glaube, es wäre viel besser geworden oder für mich spannender geworden, wenn das Bild dynamischer aufgenommen worden wäre. Und das heißt, die Linien müssten irgendwo aus einer diagonalen Richtung kommen. Von links unten nach rechts oben, von rechts unten nach links oben. Da lässt sich ja drüber streiten. Da müsste man noch gucken, was da noch im Umfeld mit reinkommt. Aber die Kamera einfach auf die Ecke setzen, sodass die Linien irgendwie mit mehr Dynamik reinkommen. Das wäre es auch eine Lösung gewesen, den Tisch einfach komplett zu fotografieren. Hm? Ja. Sagen, ich nehme es so von schräg, sag mal 45 Grad auf den Tisch und ja. dass die Linien im Grunde genommen oben aufhören, dann hätten das ist so. Also, das ist ja der Punkt. Also, wenn man jetzt sagt, man macht Geometrie und man hat da Linien, das kann ja noch so offensichtlich sein, die Lösung, das kann ja trotzdem interessant aussehen, dann kann man natürlich auch versuchen, jetzt nur diese Linien im Bild zu haben und eben gar kein Beiwerk mehr. Also wenn ich dann kein anderes Subjekt mehr habe, sich dann wirklich auf die Form zu begrenzen und was Abstraktes zu machen und nichts anderes mehr draufzunehmen. Also entweder ganz frontal von oben, das kann dann auch richtig schön knallig im 90-Grad-Winkel sein, dann hast du halt Linien, die das Bild durchschneiden, weil die Textur hier, diese verwitterte, die finde ich cool. Also wenn man da jetzt ein ganz frontales Bild von hätte, da hätte man auch eine tolle Struktur, die man später nochmal in Photoshop für andere Bilder benutzen kann. Das mal so als kleinen Tipp. Immer schön Strukturen sammeln, Leute. Und Himmel und Wolken. Ja, ganz wichtig. Aber das nur am Rande.
Oder eben, wie ihr schon gesagt habt, das tatsächlich ein bisschen dynamischer machen, also ein bisschen in die Diagonale gehen, ein bisschen Perspektive mit reinnehmen, aber eben versuchen, das Drumherum wegzulassen, sodass man vielleicht gar nicht weiß, wie breit ist das Ganze wirklich. Also ist es wirklich nur ein schmaler Tisch oder ist das ein kompletter Fußboden, weil man eben nur diesen einen Ausschnitt sieht. Das wäre vielleicht auch noch eine Lösung gewesen, die dann eben ganz ohne Subjekt auskommt. Gut, also mehr Mut und mehr noch krassere Standpunkte ist so das Fazit, was ich hier höre von euch. Okay, man muss natürlich ein bisschen fair sein auch. Das ist jetzt mal eine steile These, aber wenn einem hier das nicht gleich gelingt und alles irgendwie auch in die Ecken zu bringen und hundertprozentig Fluchtpunkte, kann das nicht auch irgendwie am Sucher liegen, der nicht alles abdeckt und man das alles nicht genau in die Ecken gepackt kriegt und man hinterher eh irgendwie ein bisschen kroppen muss? Tom sagt nein. Gut, nächstes Bild. Ja. Auch von der Diana. Nee, dann will ich mich auch nicht um Kopf und Kragen jetzt hier weiterreden. Nein, also definitiv, also das muss man auch ganz klar sagen, also wenn wir jetzt zu kritisieren, wir haben die Zeit im Hinterkopf und ich sage euch ganz ehrlich, ich würde wahrscheinlich von den 5 Aufgaben, das haben wir letztes Mal schon gesagt, wahrscheinlich nicht eine hinkriegen, weil ich wahrscheinlich 2 Stunden 50 Minuten damit beschäftigt wäre, das Ding zu perfektionieren und dann 10 Minuten zum Fotografieren hätte und das dann komplett verkacken würde. Ja, und ich würde weinend in der nächsten Kneipe sitzen. Ja, also deswegen, also das ist eher auch meckern aus einem ganz sanften Bürostuhl heraus. Ist aber auch sehr bequem, muss ich sagen. Also mit California Sunbounce im Hintergrund. So aus der Entfernung fast anonym einfach mal draufhauen, ist auch schön. Nehme ich übrigens immer noch Sponsor, ne? Next. Ja. Ups. Schönes Bild. Aber gerettet, Freunde, gerettet. So, ihr dürft raten. Es ist diesmal nicht zum Thema wild, sondern zum Thema einsam. Und es ist übrigens auch nicht das Bild, weswegen die Diana Zweiter geworden ist. Interessanterweise haben wir dieses Bild überhaupt so gar nicht richtig auf dem Radar gehabt, sondern wir haben uns dieses ausgesucht. Gibt es ein Bild, weshalb sie Zweiter geworden ist? Ja, da komme ich später noch zu. Ach so, okay. Da haben wir ja nichts mit zu tun. Wir hatten ja nichts mit dem Ranking so zu tun. Wir durften uns ja alles frei aussuchen. Also einsam ist hier die Aufgabe gewesen. Jetzt frage ich mich, was ist da einsam? Die Pflanze oder dieser kleine Laus, die da oben hat? Beide. Ja, ne? Einsam, ja. Oder die kleine Laus, verstehe ich, habe ich gar nicht gesehen. Ich hatte das Bild rausgewählt, weil ich mich beim Betrachten einsam gefühlt habe. Weil mich das Bild, das Bild hat für mich so eine Friedhofsstimmung. Also so eine Grabpflegestimmung. Ja. Ich kann dir nicht genau sagen, warum, weil wir sehen so irgendwie so Dachziegel oder sowas. Ja, wahrscheinlich. Also Steine. Das erinnert mich halt, wenn man so auf den Friedhof geht und irgendwie sich das anschaut. Das ist so die Stimmung, die es bei mir ausgelöst hat. Und das fand ich toll und deswegen hatte ich das, glaube ich, auch ausgewählt. Vom Bildinhalt als solchen finde ich es mich gar nicht einsam, weil die Pflanze ist da alles andere als einsam. Diese kleine Laus habe ich da gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich gehe aber davon aus, dass da noch ganz viele andere rum sind. Diese Ziegel da sind auch nicht einsam, da gibt es ganz, ganz viele von. Ganz tolle Wiederholung, ganz tolles Spiel mit Licht auch an der Stelle. Also auf dem Bild selbst sehe ich keine Einsamkeit, aber es hat mir das vermittelt. Und das fand ich toll. Also ich finde hier eben halt sehr stark, und ich würde mich interessieren, Roger, du bist ja im Chat und deine liebe Frau sitzt ja hoffentlich neben dir und vielleicht kann sie die Frage beantworten, wenn das Bild tatsächlich ohne irgendwelche Hilfsmittel zustande gekommen ist, ja, also Hilfsmittel jetzt nicht im Sinne von elektronischen, sondern, was weiß ich, irgendwelche Abschatter und bla bla bla, finde ich die Lichtstimmung in diesem Bild einfach sensationell geil. Das finde ich richtig cool, ja. Dieses Grüne ist wirklich auch grün und präsent, hebt sich schön vom Hintergrund ab, aber der Hintergrund selber ist schön dunkel und drängt sich nicht so in den Vordergrund. Sehr, sehr klasse. Also das finde ich echt gut und dann auch von der Positionierung alles im Prinzip, was Boris auch schon gesagt hat. Aber mir gefällt die Lichtstimmung hier sehr, 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 sehr gut. Mhm. Sag mal, Stefan, sag du auch nochmal was. Zu diesem Bild jetzt? Zum Beispiel. Gut. Oder willst du eine Rechenaufgabe? Geht auch. Nee, ich wollte jetzt keine Rechenaufgabe. Also,
Ihr habt im Prinzip alle wesentlichen Punkte gesagt. Ich würde nur hinzufügen, wenn ich jetzt mal wieder meine 2x15 Minuten, um dieses Bild zu machen, zu Rate ziehe und mir die Frage stelle, okay, ich habe jetzt diese Pflanze gefunden und möchte den Begriff Einsamkeit rüberbringen, kann ich da eventuell was verbessern? Und da fällt mir mal wieder der liebe Michael Quack ein, der immer so ein Multitool am Hosenbund hat und dann dieses Pflänzchen noch so kultiviert, dass es dann auch auf dem Foto schön aussieht. Und zwar hätte ich eventuell diese Laus da weggescheucht, falls es überhaupt eine Laus ist. Da ist auch noch irgendwo relativ weit unten so ein Welkesblatt. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht hätte abkneifen können. So das ein oder andere Ungeziefer vielleicht noch vorher von dieser Pflanze runterschnippen, wenn möglich. Und dann vielleicht das Bildchen machen. So, ansonsten, es ist in der Tat eine einsame Pflanze auf einem Dach. Und ich will jetzt nicht direkt das nächste Fass aufmachen. Man traut sich ja hier schon überhaupt kaum noch was zu sagen, weil man ja so gegängelt wird. Das scheint irgendwie ein kleiner Baum zu sein, oder? Also irgendwie sowas wie ein Buchecker, der da ausgetrieben hat, oder? Ja, scheint so, ne? Irgendwie so ein Sprössling, weiß ich nicht, wie sowas heißt, Setzling, bla. Ja, ja, stimmt. Komma, weil? Ja, weil das ein mächtiger Baum werden kann. Deshalb finde ich das irgendwie besonders spannend. Das ist nicht einfach irgend so ein Gewächs, sondern irgendwas, was da jetzt zufälligerweise auf dem Dach in diesem ganzen Moos und diesen Handvoll Erde läuft. Aber eigentlich ist der total einsam und zum Sterben verdammt. Aber wenn den da keiner rauszupfen wird, auswachsen wird er da nicht auf dieser Dachpfanne. Ja, aber so wie das mit dem Moos da aussieht, kommt auch in den nächsten 100 Jahren keiner vorbei und macht mal sauber. Es kommt ganz auf den Hausmeister, du dann. Ah, genau. Erstmal das und zum Zweiten irgendwie bei öffentlichen Gebäuden weiß man auch nie, wenn die das Moos da rauskratzen, dann regnet es durch die Decke und so. Das könnte passieren. Obwohl, das sieht mir nicht aus, als wäre das die Elbphilharmonie. Nein, so lange steht die auch noch nicht. Nee, aber ich meine, gut, da hast du natürlich recht. Ne? Aber was hat der Michael Quack denn für ein Werkzeug dabei? Ach, der hatte damals schon wie heißen die noch, Leatherman-Tool oder so etwas, um da diverse Sachen abzuschrauben, die nicht ins Bild gehören oder irgendwie so etwas. Er war da immer relativ forsch dabei. Ja, da haben wir ja, in diesem Fall haben wir ja unseren Tom, der ja auch gerne mal eine Flex mit sich führt. Genau. Und, und wir haben ja schon auch Wälder in Brand gesetzt, wenn ihr euch erinnern mögt. Ja, nee, das ist vollkommen legitim. Für ein gutes Bild, da kann man ruhig mal. Ne? Okay. Gut, nee, noch weitere Kommentare zu diesem Bild, sonst kommen wir zu unserem Erstplatzierten. Ich hätte es ganz knapp höher angesetzt, damit der helle Punkt von der Dachschindel unten in der Mitte weg ist. Das irritiert ganz leicht, aber wie gesagt, in der Nachbearbeitung kann man das gleich mal richten. Sieht man das. Die im Vordergrund meinst du? Ja, okay. Also was unten rechts der Mitte herausleuchtet. Ja, stimmt vielleicht. Ne? Das ist so ein kleiner Bruch irgendwie. Das stimmt schon. Ja, aber wenn man das nicht sieht im Sucher und dann eben das Teil abgeben muss, ohne beschneiden, woher soll man das wissen? Genau. Nee, das war ja hier genau die Geschichte. Out of cam war ja das Stichwort. Ne? Mhm. Und jetzt kommen wir mal zum Gewinner, der Timo. Von dem haben wir uns irgendwie ziemlich einhellig drei Bilder ausgesucht. Und Timo ist hier auch im Chat, dem können wir also auch Fragen stellen. So, und das wäre das erste Bild, was wir uns ausgesucht haben. Und zwar ist das auch irgendwie Thema oder Aufgabe Nummer 2 und auch einsam. Jetzt machen wir hier die Dingenskirchens weg, damit ihr nicht immer in die Excel-Daten luschert. So geht's nicht. Kann man das da rechts nicht ganz ausblenden, das Bild größer? Wahrscheinlich nicht, ne? Alter Schwede. Na, jetzt. Da oben ist so ein X, aber dann ist das Bild weg, oder? Nee, da, aber wenn du hochfährst, dann am Bild. Nee. Ne? Über dem Bild verrat so ein kleiner Vergrößern-Pfeil. Genau, links neben dem. Oben am Bild, oben rechts. Ja, aber, sehr schön. Gut.
Da lenkt nämlich nichts mehr ab. Gut. So, jetzt haben wir das hier sogar noch optimiert, wie wir das hier zeigen. Super. Ja, liebe Leute, Feuer frei. Einsam. Also ich hätte den Ausschnitt minimal nach links geschoben, einfach damit das kleine Häuflein, das einsame kleine Häuflein rechts am Bildrand nicht mehr mit im Bild wäre. Weil das irritiert mich einfach. Ich finde die Regentropfen klasse, weil Regen zu fotografieren schwer ist, aber ich sehe, dass es regnet und ich kann mich in diese arme Taube gut hineinversetzen, die da einsam und alleine auf dieser Stange hockt. Insofern, das Bild klappt, ja. Ja, ist das Regen? Ja. Okay. Also ja. Ich sehe immer gleich bei solchen Dingen gleich Pollenflug, aber das liegt irgendwie an meiner. Hier übrigens der Chemtrail. Ja, das ist da was ganz anderes. Ja. Da speziell Kamera aufgenommen, die macht das endlich mal sichtbar. Super! Also ich denke, da hat er auch den ersten Platz gemacht. Ich meine, das ist... Entschuldigung, Timo. Chemtrail-Fotografie. Ja, der Sendungstitel rückt wieder näher. Schön. Nein, aber das stimmt. Das Ding ist einfach, ja, mit dem Häuflein. Ich weiß gar nicht, ob wir uns alle irgendwie... Das ist eine fiese Spekulation. Ich bin mir nicht mal so unbedingt sicher, ob wir das jedes Mal immer wieder auch sehen. Ne, dass wir solche Dinge nicht sowieso ausblenden und sagen, naja, weißt du, selbst wenn da was wäre, kann man hinterher immer noch wegmachen. Und das ist natürlich das Fiese und das finde ich ehrlich gesagt am fiesesten, dass man hier eben halt alles ungeschnitten out of cam zeigen muss. Ja. Ja. So, hier der Timo im Chat sagt, das wäre Regen. Alles klar, begriffen. Gut. Klar ist es Regen. Aber vergiss mal das Häufchen. Guck dir mal links die einsame Feder an. Ja, die finde ich auch gut. Und jetzt stell dir mal vor, da haben vorher zwei gesessen. Oh! Ja, stimmt. 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 Ja, die Taube guckt auch ein bisschen... Die guckt gerade so, als wenn sie sagen wollte, noch einen Zentimeter näher und du kannst dein Bild einsam woanders machen. Da wäre es nämlich doch der Kackhaufen geworden. Nein. So. Gut, dass wir die Fotografie nehmen. Also, wenn ich mir das Bild so angucke und ich mir überlege, ich wollte, also erstmal finde ich es klasse gesehen. Die Taube hat genauso wenig Lust auf den Regen, wie wahrscheinlich alle Teilnehmer dieses Fotospeed-Marathons, die da rumgelaufen sind. So, jetzt muss man sich an so eine Taube anpirschen. Ich sage jetzt einfach mal so unscharf wie der Hintergrund ist, würde ich vermuten, dass das entweder aus dichter Entfernung mit so was wie 50 mm am Kleinbild oder so aufgenommen wurde. Genau. 200 mm Minimum. 200, ja. Oder, ja, aber bei 200 mm würde ich jetzt mal vermuten, dass dann das Häufchen vielleicht sogar schon in Unschärfe sich gehüllt hätte, weil der Ast ja so ein bisschen nach hinten so das Rohr, irgendwie... Oder? Kropfkamera. Rohr? Ja, Was sagt er denn im Chat dazu? Wie viele Millimeter hat er denn gehabt? Du, wir können das auch überprüfen, ne? Ja, wir können das überprüfen. Wow. So, Achtung. Wusch. Aber wir wollen eigentlich nicht über Technik reden, ne? Nee, 5,6 bei 200. Ha. 200 Millimeter, hey. Yes. Ja. Und ohne Blitz, ganz erstaunlicherweise. Ja, hättest du jetzt, ganz, Thomas, hättest du einen Blitz dabei vermutet jetzt? Ach, Quatsch. Das war ja, nee, weil die Taube vom Licht her wirklich sehr schön hell aussieht. So Tageslicht auf dem Blitzen, ganz gekonnt mit einem großen Reflektor. Wer weiß, aber... durch deinen Blitz komme ich da drauf, dass die Taube irgendwie klasse im Licht sitzt. Glück gehabt. Ja, entweder Glück gehabt oder eben halt sehr, sehr gut gesehen. Ich will mal vom Letzteren ausgehen, weil das ist eben halt auch immer wieder tricky. Ne? Gut, jetzt hat man hier ganz gute Freistellungsmöglichkeiten, aber trotz alledem gut gesehen und eben halt auch die Zeit gut gewählt, den Regen gut eingefangen, also das ist schon alles prima gemacht. Das Rohr, Gott sei Dank, eben halt nicht gerade durchs Bild, das hätte ich, glaube ich, hier ein bisschen doof gefunden. Und die Taube eben halt auch nicht direkt von vorn. Finde ich eigentlich gut so, wie es ist. Hättest du doof gefunden, weil?
Du, wenn du die so ganz direkt von vorne, ich glaube dann, ich finde es schön, dass du diesen einen Flügel eben halt ganz mit drauf hast. Ja, und dass du das Auge gut siehst und nicht nur so halb, weil ich weiß ja schon, dass auf der anderen Seite noch eins davon ist. Aber so sieht man wenigstens eine Seite ganz und das, ich muss jetzt nicht unbedingt sagen, dass eine Taube so ein wunderschöner Vogel ist, aber trotz alledem, ich finde, das gibt das ganz gut wieder. Also die heißen bei uns auch Flugratten, ne? Richtig. Die heißen auch hier Flugratten, ja. Das Rennpferd des Bergmanns, also böse sein, ne? Ach stimmt, ja, und Mike Tyson und alle, ne? Ja. Also das Licht jedenfalls, was die Teilnehmer da hatten an dem Tag, das ist irgendwie atemberaubend. Also scheinbar war es wirklich ein regnerisches und bewölktes Wetter, aber dann schien wohl doch immer mal wieder die Sonne durch. Weil das ist in Dortmund immer so. Sonst kriegst du den Regen so nicht raus. Das ist Bochum, was du da siehst. Das ist an der Ruhr-Universität Bochum, nicht in Dortmund. Ach so, ja, aber das scheint rüber. Das scheint nicht gut, genau. Das kann sein. Ist ja auch nah an Essen, muss schön sein. Ja. Oh Gottes Willen. Das ist doch Fallout, ist das doch. Jetzt haben wir es. Asche. Genau. Ja. Kommt alles aus dem Schornstein. Ja, super. Aber gut gemacht. Und wir kommen zum nächsten Bild. Und da mache ich jetzt mal das gleich weg. So, das ist, glaube ich, ein Nummer 6. Das heißt, Nummer 6 ist der Härtetest. Ja. Da hat jemand Schokolade durchgebrochen irgendwie, ne? Schokolade soll das sein? Quatsch. Was weiß ich denn? Kunst. Ja. Hat jemand kaputt gemacht? Ja. Also er hatte das nicht bestanden. Schon mal gut mit den Linien oben, weil das hat mich bei dem anderen Bild jetzt gerade schon wieder wahnsinnig gemacht. Ich bin ja wieder so ein Fanatiker, der wenigstens eine Linie am Bild haben muss. Und ach, das beruhigt mich schon wieder. Nein, da sind eine Menge Linien drin, ja. Aber das ist in der Tat gut. Ja, das ankert das Bild schon super, ja. Ja, weil hier ist ja nichts gerade. Ne, und die Aufnahmeposition ist auch nicht frontal zu den Treppenstufen, sondern das ist auch irgendwie schräg. Und dann einfach so zu machen, zu sagen, okay, ich deklariere jetzt diese oberste Treppenstufe zum Horizont. Kann man ja machen, überhaupt kein Problem. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Ich kriege hier Thumbs up von Joachim. Du musst los, Joachim, glaube ich. Oder wer klingelt da? Nee, Tom hat geklingelt. Okay. Und das finde ich eben halt gut, dass man hier jetzt einfach sich die Welt so gemacht hat, wie sie einem gefällt. Ne? Schön Pipi Langstrumpf-Ansatz. Und so sagen, das ist jetzt gerade Ende der Debatte. Das ist genau richtig. Ja. Aber ich finde das auch cool, weil daran sieht man auch schon zum Beispiel, das müssen nicht alle Linien gerade sein. Also wenn eine Linie sich an dem Bild orientiert, hat man schon genug irgendwie, ja, wie soll ich das sagen, es ist genug gerade, dass das Bild für mich nicht irgendwie kreuz und quer liegt und dann kann der Rest ruhig, guck mal, die anderen Linien, die gehen auch kreuz und quer durchs Bild, aber es ist nicht schlimm, es ist völlig okay. Vor allem soll es eine perspektivisch korrekte ebene Linie sein oder horizontale, vertikale Linie. Also ich finde das an der Karte orientiert man sich ja, wenn man da jetzt läuft, visiert man zuerst im Raum hinläuft und da schaut man für gewöhnlich gerade. Also ich finde das sehr harmonisch. Also ich weiß nicht, ob das prinzipiell so, also für mich ist das sehr harmonisch, wenn es irgendeinen Linie gibt, an den ich mich orientieren kann. Kann auch Leute geben, die sagen, ist mir scheißegal, da kann alles kreuz und quer laufen, finde ich cool. Jetzt gehe ich aber davon aus, dass er ja die Linie zwar genommen hat, um das Bild irgendwie vielleicht ein bisschen auszurichten oder überhaupt dann irgendetwas auszurichten, aber was sagt ihr denn zu dem Motiv, zu der gestellten Aufgabe? Mir persönlich ist es zu viel drauf. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich versucht, das weiter zu reduzieren, entweder einen tieferen Standpunkt einzunehmen oder näher ranzugehen und vielleicht gar nicht diese drei Dinger da komplett auf dem Boden zu zeigen, sondern das zu reduzieren. Also wahrscheinlich wäre auf einem Bild, klingt jetzt so hochnäsig, was ich gemacht hätte, ich weiß es ja nicht, ich bin da nicht vor Ort gewesen, keine Ahnung. Aber ich hätte jetzt versucht, nur dieses Kunstwerk im Bild zu haben und das vielleicht auch an den Bildrändern auslaufen zu lassen, gar nicht komplett zu zeigen, sondern diese Bruchstelle halt hervorzuheben.
Bei mir, du hast jetzt gesagt, es ist schön, dass die Linien von der Treppe hinten ausgerichtet sind, aber die Treppe hat für mich eigentlich mit dem Bild gar nichts zu tun. Aber sie bilden Rahmen. Also ich finde es okay, weil das Bild noch relativ aufgeräumt aussieht. Ich mag immer gerne Bilder, die klar strukturiert sind, die eine klar aufgeräumt sind, wo man klar erkennen kann, was so gezeigt werden soll. Und das ist hier noch der Fall. Die Treppe an sich hat eine schöne Symmetrie, sodass sie halt nicht ablenkt, sondern sie verläuft einfach quer durchs Bild und rahmt das Bild ein. Deswegen finde ich es okay. Also, aber ich kann das nachvollziehen, was du sagst, also, dass man sagt, ich möchte die Bruchstelle mehr sehen, mehr den Titel des Bildes irgendwie zeigen. Wäre auch eine Lösung, aber ich finde die Lösung auch okay, weil eben das Bild doch eine klare Symmetrie hat und das Objekt, was gezeigt werden soll, unten klar hervorgeht. Okay. Ja, also klar, du hättest auch eben halt ein Bilderrätsel daraus machen können, so was ist das wohl? Ne? Also hier kommt man relativ zeitnah drauf, dass das wohl offensichtlich irgendwie ja so zerknacktes Metall irgendwie ist. Oder von mir aus auch irgendwie, ja, also Metall schon. Ne? Hätte man vielleicht irgendwie durch einen Perspektivwechsel oder näher ran oder auch tief runter, weiß der liebe Himmel, und gegen den Himmel zu fotografieren, hätte man sich vielleicht auch daraus ein Rätsel machen können, so, um was geht es hier überhaupt? Ne? Vollkommen richtig. Wobei ich bei dem, also wer das Bild so aufräumt, da würde ich jetzt mal unterstellen, dass er schon verschiedene Blickwinkel ausprobiert hat. Was jetzt zum Beispiel naheliegend wäre, was man mal ausprobieren könnte, ist, ob man durch diese Bruchstellen der Länge nach durchschauen kann. Okay. Weißt du? Dass du so durch diese Bruchstücke durchgehst. Das wird aber wahrscheinlich ausprobiert haben, möchte ich mal unterstellen. Das kann er ja im Chat mal beantworten. Vielleicht hat es ja nicht gewirkt. Ich weiß ja auch nicht, wie das Umfeld aussieht. Vielleicht ist das ja gerade die Lösung gewesen, um irgendwie ein nicht so attraktives Umfeld auszublenden, indem man das Bild einfach oben bei der Treppe abschneidet. Und näher ranging, vielleicht aus anderen Gründen nicht, keine Ahnung. Hier wird wild spekuliert, ob es sich um ein Schwarz-Weiß-Bild handelt. Nein, und ist keine Spekulation, da ist ein blauer Fleck und da ist ein blauer Punkt. Da sind braune Blätter. Der blaue Fleck ist der mir so gefällt an dem Bild. Ja. Es sind im Großen und Ganzen alles konstruierte, gerade Linien, dann aber doch. Einerseits, das Kunstwerk soll ja unterbrochene gerade Linie sein. Der Rest ist, ja, shit happens. Es ist halt Waschbeton, der lässt sich halt nicht so korrekt legen. Die Treppen hat sich vielleicht gesenkt. Auf alle Fälle, es sind theoretisch tolle Linien, die halt beim Machen so geworden sind, dass da nicht so mathematisch exakt gerade sind. Und rechts in der Mitte hast du dann den blauen oder türkisen Farbkringel, keine Ahnung was das ist, Kaugummi, Farbe, irgendwas am Boden, der so richtig organisch wirkt. Zwar auch künstlich, aber der ist einfach so richtig analog. Da ist genau gar nichts gerade. Und genau das gefällt mir an dem Bild. Das ist ein richtiger Kontrapunkt zum senden Linien drinnen. Das ist aus der Kamera rausgelaufen, als er versucht hat, ein In-Kamera-HDR zu erstellen. Also das Clownskotze, jawohl. Das wird sein, ja. Das ist die einzig mögliche Erklärung. Aber ich habe auch schon mich gefragt, ob er mit den Perspektiven da sozusagen angefangen hat zu experimentieren. Und ich habe mich gefragt, warum die Treppen wohl drin geblieben sind. Und meine steile Hypothese, die ich auch mal an den Timo im Chat gebe, ist, dass es irgendwie komisch ausgesehen hat, weil wahrscheinlich, man kann sich sehr gut vorstellen, wie hoch so eine Treppenstufe ist. Die sind im Regelfall nicht 25 Zentimeter oder 50 Zentimeter hoch, dass man da, wer weiß wie, springen muss. Die sind im Regelfall aber auch nicht 2-3 Zentimeter, sodass man eine Dimension bekommt. Ich vermute, wenn man die Treppe rauslassen würde, dann hat man keine Idee mehr, wie groß so eine Platte ist. Die können ja auch 10 mal 10 Zentimeter oder so sein. Und dann ist einfach eine Dimension weg, also eine Dimensionierungsmöglichkeit fürs Auge. Und dann sehen diese Metallbröckchen da wahrscheinlich gar nicht mehr so spektakulär aus. Dieser Größenbezug, ich finde den, da hast du vollkommen Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist, finde ich, auch sehr, sehr wichtig. Jetzt, wo du es sagst, ehrlicherweise. Und ich denke, das ist ja generell gut, gerade wenn man so ein abstraktes Dingens im Bild hat, dem Betrachter zu zeigen, wie groß das wohl ungefähr ist. Ne? Und Relation, Treppenstufe, das sagt uns allen was. Ne? Da hast du vollkommen recht. Sag mal nochmal zur Frage zurück. Boris sagte, man hätte da irgendwie so Kimme und Korn spielen können, durch diese Brüche durchfotografieren. Da hat der Timo im Chat gesagt, das ging nicht.
Also ich kroppe mir das Bild gerade als Hochformat zurecht, und zwar ohne die Treppen. Das ist schon das zweite Mal heute, Boris. Ja, ich bin heute Hochformatiker. Und das gefällt mir richtig gut. Also, sorry, ich muss weiterhin sagen, mir ist da zu viel Umgebung drauf. Ich würde das tatsächlich auf diese drei Rippen da konzentrieren. Aber guckt euch mal dieses geile Lichtspiel an, mit diesen Schatten und diesem Licht, was unter diesen Teilen durchschimmert. Und wenn diese ganze Umgebung davon nicht ablenkt, sondern du nur dieses Spiel dieser zerbrochenen Linien und dieser glatten Flächen hast, die an der Stirnseite vorne komplett dunkel sind und sich dann vor diesem darunter scheinenden Licht wieder abheben. Der Winkel, den finde ich gar nicht so schlecht. Und wenn ich mir das jetzt zuschneide, also sprich, er hat ja mehr Brennweite dabei gehabt, das haben wir ja gesehen. Das heißt, wenn man sich das jetzt ein bisschen näher in den Ausschnitt holt und das Ganze reduziert, links und rechts das Ende von diesen Teilen gar nicht unbedingt komplett zeigt. Schönes Hochformat, gefällt mir. Also ich finde es spannender. Okay, ja, guter Punkt. Ja, also bei diesem Bild muss ich sagen, auch ohne den Druck, hier etwas abliefern zu müssen, wäre ich schon stolz gewesen, hätte ich so mal so ein Foto gemacht. Also, oder dieses Bild gemacht. Jetzt also hör mal auf, hier tief zu stapeln. Ich finde das geil. Ich finde das geil. Das hättest du auch hingekriegt. Wir glauben an dich, Thomas. Aber doch nicht in Dortmund. Ja, das kannst du auch gerne in Hamburg machen, bei Kiel. Ja, bei uns sind die Sachen alle heil. Ne? Wir haben da Sachen, die bei uns kaputt sind, die schmeißen wir weg. Wie zum Beispiel eine Reichsflugscheibe oder was? Jetzt sind wir schon wieder bei Reichsflugscheiben. Ich warte noch auf das Dr. Stoll-Zitat, was wir hier dann noch irgendwie einflechten müssen. Bevor wir das tun, kommen wir zu dem Timo. Genau. Und das ist, oh Wunder, ja, zum Thema zu spät. Hm? Ja, finde ich lustig. Wenn der arme Mann zu spät kommt, hat er aber ein Problem. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen muss er auch noch daran denken, trotzdem noch in die richtige Ecke abzubiegen. Ne? Ja, der ist so schnell, ne? Den wird es ja wahrscheinlich durch die Tür geradeaus hinaustragen. Das könnte sein. Ja, aber auch ein Bild, haben wir oft genug schon gesagt, Bilder leben auch ganz gerne durch einen Moment. Ich wage mal zu behaupten, dass das hier gestellt ist. Macht ja auch überhaupt gar nichts. Aber deswegen hat man irgendwelche Kumpels mit dabei, die einem unter Umständen immer aushelfen. Und insofern super geile Idee, gar keine Frage. Ja, definitiv cool. Ja, und auch gut umgesetzt. Ne? Also das mit den Linien funktioniert, die Pfeile funktionieren, die Farben funktionieren. Allein schon diese Tür unten und oben, diese Symbole, die von der Farbigkeit her ähnlich sind und so. Die Richtung, die Treppenstufe runter und die Personenbewegungsrichtung und so weiter. Also das läuft total schön. Das macht so eine Schleife dann, die sich schließt. Und alles nur angeschnitten, ne? Also es ist irgendwie von nichts ist irgendwas ganz drauf. Die Person ist nicht ganz drauf, die Wand ist nicht ganz drauf. Aber man kriegt genug Informationen, um die Szenen zu entschlüsseln, ne? Also es ist leicht verkippt, das ganze Bild. Das hätten wir jetzt nutzen können für die Panik, die Kamera noch weiter nach links. Sprich, da hat es nicht nur eher eilig zum Objekt seiner Begierde. Keramik-Content, oder wie das dann heißt, das Hashtag, sondern auch der Fotograf beim Fotografieren. Aber dann hätte man das wirklich um 15 oder 20 Grad verkippen müssen, als offensichtlichen Schnappschuss, sagen wir mal so. Aber so 3 Grad daneben, nee. Ich habe das jetzt auch mal der Allgemeinheit hier gezeigt, dass du da schon wieder mit einer Wasserwaage sitzt. Ich spring mal wieder zum Bild zurück. Roger hier aus dem Chat sagt, ist es tatsächlich ein Selfie? Wirklich? Ich meine, du bist natürlich noch umso geiler, ne? Weil dann musst du eben halt alles irgendwie... Die war irgendwo aufs Geländer gelegt? Oder? Ja, sagt er hier tatsächlich mit Selbstauslöser. Ja, das natürlich. Ja. Also, es gibt noch ein Fleißbienchen. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Wenn der Fotograf mit drauf ist, ist immer schon mal gut, ja.
Das macht das Bild nochmal cooler, wenn man die Geschichte auch noch kennt. Ja, sehr geil. Du musst jetzt erstmal das richtige Timing haben, dass du zum richtigen Zeitpunkt dich losbewegst. Timo, wie viele Bilder hast du gemacht? Das würde mich jetzt interessieren. Wie viele Versuche hast du gebraucht für das? Und sag jetzt bitte nicht einen oder sowas. Dann schmeißt du deine Kamera weg. Ja, nee, wirklich. Das reicht mir dann langsam. Naja, also jetzt ganz ehrlich, also so mega schwer ist das jetzt auch nicht, ne? Stellst das Ding auf eine 15. und läufst runter und wenn du da auf der Höhe bist, klickst du drauf, ne? Also, ja, aber das ist schon. Dann siehst du natürlich zu, dass du an der richtigen Stelle aufstehst. Ja, und genau. Oben und so weit unten. Also First Shot wird das wahrscheinlich. Also Michael nicht macht das bis zur nächsten Sendung einfach nach, das Bild. Das ist eine Hausaufgabe. Ich mache nie was nach. Zwei Versuche hast du gemacht. Total Nazi, mein lieber Schott. Du musst es ja nicht nachmachen, du kannst es ja neu interpretieren. Ja. Kann man lag auf der Treppe, okay. Nein, aber ich meine, vom Technischen her ist das machbar, aber klar, da gehören immer ein paar Versuche zu, auf jeden Fall. Gut, während Michael hier zurückrudert, sehr gut. 20 bis 30, na siehst du wohl. Ja. Das ist jetzt so die Richtung, die hätte ich jetzt mir auch vorgestellt. Genau. Ja, aber dafür eben halt sehr, sehr geil. Und wie viele waren das dann pro Minute? Geschafft. Bitte was nochmal? Ich habe das mit 19 bis 29 geschafft. Das würde ich dir auch glatt zutrauen. Gar keine Frage. Ich hätte wahrscheinlich wieder 150 gebraucht, weil wahrscheinlich der Ausdruck nicht passte. Ja, das könnte durchaus sein, ja. Gut, ihr Lieben, ich denke mal, wir haben hier tolle Bilder gesehen und das ganze Konzept. Wir haben es ja in einer Stunde geschafft. Das auch noch, ja. Boah. Das auch noch. Das ganze Konzept Speedmarathon, hier sind übrigens die Gewinnerbilder. Ich weiß jetzt nicht, wie sie das eben halt ausgeditscht haben, das weiß ich nicht genau, aber das sind die Gewinnerbilder. Wie gesagt, das zweite Bild von der Diana, das zum Thema zu spät, fand ich auch lustig, ne? Aber haben wir komischerweise uns nicht ausgesucht, aber ist eben halt so. Die kann man sich da eben halt auch in diesem Flickr-Stream anschauen und ich werde das selbstverständlich natürlich verlinken, wie sich das gehört. Alles in allem, so eine Geschichte, die ihr da gemacht habt in Dortmund, großartig, ganz super. Also ich denke einfach, dass ich jeden einfach nur ermutigen kann, mal sowas Ähnliches zu machen. Und wie Boris vorhin schon sagte, vielleicht auch für sich alleine. Das ist überhaupt kein Problem. Das geht in allen Farben. Man kann sich eine Monatsaufgabe stellen und dann am Ende des Jahres sich irgendwie einen Kalender daraus basteln oder nach Lust und Laune oder eben halt mit einem Kumpel oder mit mehreren, so wie das hier ist, dass man eben halt wirklich so einen Nachmittag sich dafür reserviert und sowas mit ein paar Freunden durchzuziehen. Super geile Geschichte. Also das finde ich total klasse. Famous Last Words von irgendjemanden von euch. Kommentare? Respekt. Und Respekt. Es war doch ein Tor. Ja. Es war doch ein Tor. Da bin ich ja mit dir einer Meinung. Und wir müssen jetzt bitte nicht auf den HSV-Sprecher zu sprechen kommen. Das ist mir sehr peinlich. Ja. Sehr peinlich. Qualifikation für die zweite Bundesliga verpasst, ne? Ja, Postillion gelesen heute. Ja. Sehr geil. Gut, ihr Lieben, liebe Zuschauer, liebe alle, die ihr da seid, schickt uns eure Bilder an die bekannte Adresse. Unter bildbeurteilung.de/kontakt findet ihr entsprechenden Daten. Da könnt ihr Bilder schicken. Nochmal Respekt und Hochachtung an die Dortmunder Fotografen für ihr Projekt. Sehr, sehr klasse. Macht weiter so. Vielleicht habt ihr ja nochmal Lust, ein Bild zu schicken, was ihr jetzt bearbeitet habt aufgrund der Kommentare, die wir hier abgelassen haben. Ja, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche und wir sprechen uns dann in einer Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.